Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer frostigen Nacht mit Werten um die minus 12 Grad erwartet uns am Mittwoch ein trüber Tag. Der Himmel bleibt zugezogen, mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Die Nacht auf Donnerstag toppt dann temperaturmäßig alles. Wir müssen uns auf Minusgrade von bis zu 20 Grad einstellen. Tagsüber kann es dann bei Werten um die minus 5 Grad zu leichten Schneefällen kommen. Nach einer nochmals recht frostigen Nacht mit Werten um die minus 16 Grad verirren sich am Freitag zum Tagesbeginn noch einige Schneeflocken ins Sendegebiet. Gegen Mittag reißt der Himmel auf und die Sonne lässt sich blicken. Das Thermometer klettert dann bis auf minus 6 Grad. Ab Samstag beruhigt sich die Wetterlage. Wir dürfen uns dann bei Tageshöchstwerten um die minus 5 Grad auf einen überwiegend freundlichen Tag freuen. Der Winter hat die Region offensichtlich voll im Griff.